Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zack McCracken für Amiga. Ja, also, wir fangen an zu kaufen und wir arbeiten uns mal von links nach rechts durch. Hier haben wir nämlich einen Taucheranzug, den brauchen wir. Ich würde gerne das kaufen. Kommen Sie hier rüber. Das macht 145 Dollar bitte. Hier ist meine Cashcard. Danke. Hier. Das ist mein letzter Taucheranzug mit durchsichtigen Handschuhen. Okay, das ist nicht verkehrt. Dann haben wir hier was ganz, ganz Wichtiges, nämlich den Werkzeugkasten. Den werden wir noch öfter gebrauchen können. Ich würde gerne das kaufen. Ich könnte das jetzt alles beschleunigen. Kommen Sie hier rüber mit Rechtsklick, aber wir machen das mal. Das macht 45 Dollar. Hier ist meine Cashcard. Er sagt eigentlich immer das Gleiche, halt nur mit anderen Preisen. Danke, hier, bitte, schön. Und manchmal sagt er noch irgendwie so einen kleinen Satz hinterher zu dem jeweiligen Objekt, das wir gerade gekauft haben. Ja, ich lasse die Sachen jetzt hier so mal mit auslaufen, weil das Spiel ist an sich sowieso nicht besonders lang. Also ich weiß nicht, wenn ich mich gut anstelle, haben wir vielleicht so 10 bis 15 Parts. Wenn ich mich ganz blöd anstelle, wären es vielleicht 20. Also wir gucken mal. So, 15 Dollar für diesen Hut. Den nehmen wir auch natürlich mit. So, ein paar Sachen gibt's noch. Wir haben hier eine Nasenbrille, die ist auch noch ausschlaggebend. Ich würde gerne das kaufen. Sehr schön. Kommen Sie hier rüber. Ich glaube, die kostet nur 4 Dollar oder so, ne? 3 Dollar. Günstig. Hier ist meine Cashcard. Danke. Ach, ich mag das. So, dann haben wir hier noch einen Golfschläger. Falls ihr euch wundert, dass ich die ganzen Begriffe kenne. Ich habe das Spiel ja schon 1000 Mal gespielt, ne? Also, ich hätte vielleicht beim ersten Mal spielen auch nicht unbedingt erkannt, dass es sich um einen Golfschläger handelt. 75 Dollar sogar. Ja, es ist halt ein bisschen älter, das Spiel. Von 88, glaube ich, war das. Da war ich süße 3 Jahre alt, ja. Aber ich habe es nicht sofort mit 3 Jahren gespielt. Vielleicht mit 4 oder 5 Jahren, das kommt schon eher hin. Und das Tolle war, ich hatte das Spiel damals nie auf Deutsch. Ich habe das ja mal auf dem Amiga von meinem Bruder gespielt. Und der hatte das Spiel auf Englisch. Und dann hatte ich so mit ein paar Vokabeln, konnte ich da was anfangen. So Use konnte ich, also dass das Benutzer heißt, wusste ich. Ich habe es halt als Kind immer Use genannt, ne? Und so eine Sache, ich wusste halt, go to heißt gehe zu. Und das habe ich alles so drauf gekriegt. Das ging eigentlich alles. So. Ja, verlassen wir erstmal den Laden. Wir haben ja reichlich gekauft. So. Komm, wir sind so freundlich. Wir machen die Tür zu. Und wenn wir uns dieses Schild an dieser Tür mal durchlesen. Gesellschaft für Archäologie. Artefakte in Schlitz werfen. Einfach so, genau. Das ist nämlich hier die Tür von dieser Annie, die wir da vorhin im Fernsehen gesehen haben. Richtig. Und hier haben wir Bob E. Pins Hair Saloon. Also wir haben hier einen Friseur. Wir können mal eben das Schild lesen. Ich glaube nämlich, der hat geschlossen. Vorübergehend geschlossen, genau. Und hier haben wir ein Haarnadelschild. Besitzer hat sich ausgeschlossen. Sehr geil. So, sehr schön. Wir haben ja irgendwo hier einen Werkzeugkasten gekauft, genau. Und wenn wir den jetzt mal eben öffnen. Wow, schau dir all das Werkzeug an. Richtig, wir haben jetzt nämlich einen Schraubenschlüssel, wir haben ein Dichtungsband, wir haben ein Seil und eine Drahtschere. Okay, jetzt nehmen wir die Drahtschere und sind mal ganz frech und klauen uns diese Werbung hier draußen. Zack, und haben jetzt ein riesiges Haarnadelschild. Das werden wir allerdings ganz, ganz zum Schluss des Spiels erst wieder brauchen. Und das ist einfach nur hohl. Aber ihr werdet dann sehen, was damit passiert. Okay. So, wir könnten jetzt theoretisch mit dem Bus zum Flughafen fahren, denn wir haben ja immer noch einen Auftrag von unserem Chef, aber das machen wir später. Ich möchte als erstes gerne mal hier rein. Das ist nämlich die Telefongesellschaft. So, Tag. Guckt euch mal diesen Typen an. Der hat einen Taucheranzug an, eine Nasenbrille auf und einen Hut auf. Ne? Und man sieht vielleicht, dumm die dumm, in diesem Hut sind 2 Punkte. Das könnte daran liegen, dass der Typ vielleicht gar nicht so einen kleinen Kopf hat, wie er vorgibt. Der hat nämlich da oben seine Augen. Das ist nämlich der Außerirdische. Bis bald! Den wir vorhin gesehen haben. Ja. So, damit er uns aber nicht erkennt, als Menschen, machen wir jetzt mal ein bisschen was. Ich stelle mal kurz vor den grauen Belag hier, dann sieht man das besser, was passiert. Wir ziehen an einen Hut. Ne, Schnieke. Wir ziehen an eine Nasenbrille. Sehr geil. Dann haben wir ja schon fast das gleiche Aussehen wie er. Und damit wir auch vom
Anzug her ähnlich aussehen, ziehen wir uns noch den Taucheranzug an. Zieh an. Halt, zieh an, habe ich geklickt. So, Taucheranzug. Er ist unangenehm eng. Ja, aber jetzt haben wir ein ähnliches Aussehen wie er. Gehen da rein. So. Und jetzt wird er uns gleich nicht als Menschen erkennen. Das ist ganz wichtig. Das brauchen wir gleich. So, jetzt haben wir da hinten einen Zettel. Was ist denn das? Eine Bewerbung. Die nehmen wir uns mit. Die lesen wir uns mal eben an. Was das für eine... Lesen wir uns an. Ja, lesen wir uns durch, was das für eine Bewerbung ist. Der King-Fan-Club. Zögere nicht, trete heute noch bei. Aha, der King. Damit ist tatsächlich der King gemeint, nämlich Elvis. So, benutze Bewerbung mit... wo ist denn da? Unser gelber Buntstift, unsere Allzweckwaffe. Jetzt ist es komplett ausgefüllt und das Porto ist im Voraus bezahlt. Genau. Das werden wir nämlich gleich abschicken. So, da wir jetzt so aussehen wie er, also praktisch wie ein Außerirdischer verkleidet, sage ich jetzt mal, haben wir die Möglichkeit, diese Thekentür zu öffnen. Hallo. Guck mal. Hallo. Und er sagt nicht mal was. Also wir dürfen hier reingehen. Das ist das Coole. Normalerweise hätten wir ihm jetzt unsere Telefonrechnung geben müssen, als Mensch. Und dann hätte er die bezahlt. Und wir lesen mal die Telefonrechnung durch. 1138 Dollar. Ich sollte das lieber bald bezahlen. Genau. Und dann hätten wir 1000 Dollar weniger gehabt. Dadurch, dass wir jetzt aber hier hinterkommen, können wir einfach das Terminal benutzen. Da, jetzt ist meine Rechnung auf Null. Ich stemple sie ab und lasse sie hier. Das ist doch geil. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, ja, 1000 Dollar mehr auszugeben, wollte ich sagen. Gut. Hier hinten ist noch eine Tür, da gehe ich jetzt aber noch nicht rein, das zeige ich euch später. Bis bald. So, dann schließen wir jetzt diese Tür wieder. Und jetzt packen wir unsere Bewerbung, die wir gerade ausgefüllt haben, wo ist sie denn? Da. In den Briefkasten. Zack. Und warten ab, bis wir Post bekommen. Jetzt gehen wir erstmal wieder in unsere Wohnung zurück, denn ich habe da noch ein bisschen was vor. Und noch ziehe ich unsere Maskerade nicht ab. Das mache ich aber gleich noch, keine Sorge. Ich habe diesen Schrank hier aufgelassen. Hier ist, glaube ich, ein Abflussrohr unten drin. Und dieses Abflussrohr können wir mittels des Schraubenschlüssels, bin ich der Meinung, öffnen. So, jetzt ist es nämlich ab. Und jetzt wird es interessant. Wir schnappen unser trockenes Brot, was wir vom Bäcker erhalten haben, und packen das in die Spüle. So, jetzt steckt es da drin. Und jetzt haben wir hier so einen kleinen Knopf. Das ist nämlich so eine Art Müllschlucker. Und den bedrücken wir. Das klappt so nicht. Achso, Schalt ein muss ich machen. Schalt ein Schalter. Hört sich auch gut an. So, ein bisschen laut. Ich mach's wieder aus. So. Jetzt haben wir hier unten nämlich gehäckseltes Brot sozusagen und haben Brotkrumen, genau. Die nehmen wir mit. So. Und weil das halt blöd aussieht, machen wir das Rohr wieder heile. Wo ist unser Schraubenschlüssel jetzt? Moment. Da. Mit Abflussrohr. So, sonst ist es ja alles kaputt, das ist ja doof. So, jetzt schließen wir noch die Tür wieder hier. Alles schön ordentlich machen. So. Auch diese Brotkrumen werden später noch von Nöten sein. So, jetzt zeige ich euch nochmal eine andere Kleinigkeit. Oh, der Anrufbeantworter blinkt. Das heißt, wir können was abhören. Lies. Da ist nichts zu lesen. Dann benutze. Zachary, Liebling, hier ist deine Mutter. Warum rufst du mich nicht an? Hast du das Mädchen gesehen, das im Fernsehen nach Artefakten sucht? Sie passt so gut zu dir, Zachary, und wohnt ganz in deiner Nähe. Warum bringst du niemals so nette Mädchen heim? Tschüss, mein Schatz, ruf mich mal an. Ja, die besorgte Mutter, sehr schön. Ach ja, da freut der Zach sich bestimmt, wenn er sowas hört. So, wir schließen jetzt einmal diese Tür hier. Und jetzt können wir, glaube ich, auch den Schraubenschlüssel wieder nehmen und mit diesen Brettern benutzen. Klack, jetzt ist der Boden nämlich auf. Voll der dünne Boden, wenn man sich das mal anguckt, ne? Und wie tief das da runter geht. Ich hätte voll Angst, in diesem Zimmer zu schlafen. Ich könnte mit dem ganzen Bett da runterkrachen. So. Wir haben in unserem Werkzeugkasten ein Seil gehabt, genau. Benutze Seil mit Tür. Tada! Und jetzt können wir an dem Seil runter. Und gucken mal, was sich unter unserem Zimmer für einen Raum befindet, von dem wir bisher anscheinend nichts wussten. Benutze Seil. Abwärts.
So, jetzt geht's runter. Man kann auch runterfallen, wenn man das Seil dann nicht ranmacht. Und dann knallt man hier unten auf. Und jetzt guckt mal. Diesen Raum haben wir vorhin in einer kleinen Zwischensequenz gesehen. Da liefen hier noch zwei Außerirdische, Herbert und Udo, lang. Jetzt können wir uns hier mal kurz umgucken. Ist ein bisschen laut hier drin, ich weiß. Das hier ist die sogenannte Verdummungsmaschine. Da kann man einen Menschen reinstellen. Und mittels dieses Schalters wird er dann verdummt. Das werdet ihr später dann noch sehen. Das müssen wir sogar irgendwann einmal machen. Aber erst viel später. So, dann gucken wir uns jetzt hier nochmal um. Hier ist eine große Karte. Vielleicht können wir uns die auch mal angucken. Eine Karte der Erde. Ja, gut, das hätte ich jetzt auch noch erkannt. Und hier ist eine Schrank. Ja, ein Schrank. Da ist jetzt aktuell nichts drin. Er ist leer, genau. Kommt aber später noch. Wir machen den erstmal wieder zu. Und hier steht Secret Door. Das ist eine geheime Tür. So, die öffnen wir jetzt mal. Und dann werdet ihr staunen. Da gehen wir jetzt durch. Tada. Wir sind in der Telefongesellschaft gelandet. Ja. Das heißt, die Außerirdischen sind direkt unter unserem Zimmer und tarnen sich in der Telefongesellschaft. Ist das nicht toll? Gut, dann habt ihr euch das jetzt auch schon mal ansehen können. Wir wissen also um unsere Situation. Der Brief ist abgeschickt, wie man sieht. Es ist nichts mehr drin. Und etwas später wird auch da Post drin sein. Ich wollte da nicht durchgehen. Ich wollte die Tür schließen. Ja, bis bald. Schließe Tür. So. Gehen wir bitte kurz hier vor. Wir wollen uns mal wieder umziehen. Das sieht ja blöd aus. So, nimm ab den Hut. Nimm ab die Nasenbrille. Hat auch wieder ein vernünftiges Gesicht. Und wo ist der Taucheranzug? Da. So, jetzt sehen wir wieder normal aus. Sehr schön. Okay, Leute, wir reisen jetzt zum Flughafen. Denn da geht's weiter. Wir müssen ja nach Seattle. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, diesen Busfahrer zu wecken. Die erste ist... Ach, ich benutze nochmal die Tröte. Die mag ich eigentlich. Achtung, los geht's, tröten. Hey, warum wecken Sie mich auf? Ach so, Sie wollen zum Flughafen. Nun steigen Sie ein. So, rein in den Bus. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Die Cashcard benutzen mit dem Cashcard-Laser. So. Okay, auf geht's. So, wenn wir das jetzt ein bisschen, wenn wir uns da jetzt nicht schnell genug beeilt hätten, dann hätte er uns wieder rausgeschmissen aus dem Bus. So, das ist jetzt hier ein Beispiel. Hier würde normalerweise die Musik ein bisschen langsamer laufen im Hintergrund. Und der Typ würde nicht so extrem schnell hin und her rennen, sondern ein bisschen langsamer unterwegs sein. Also das wirkt jetzt gerade ein bisschen sehr übertrieben schnell, was er da macht. Wir wollen aber mal mit ihm reden. Willst du ein Buch über die Erleuchtung? Ja, das scheint so ein ganz komischer Typ zu sein. Aber wir wollen Tatsache ein Buch über die Erleuchtung. Das brauchen wir. Deswegen, nee, nicht benutze. Wir geben einfach dem Typ mal unsere Cashcard. Das ist ja ein sehr vertrauenswürdiger Mensch, ne? Dem geben wir unsere Cashcard. Das kostet 42 Dollar. Auf dass du wahre Erleuchtung findest. Ja. Okay, dann lass ihn mal da rumtanzen. Wir haben jetzt also ein Buch über die Erleuchtung, ja? Da können wir mal kurz reinlesen, dieses Buch. Es ist, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golfpunktzahl senkst. Es wurde von einem Guru in Nepal geschrieben. Ich lese es später. Und diesen Guru in Nepal, den werden wir sogar noch treffen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Flugzeug. So. Sie sind spät dran. Ich zeige Ihnen Ihren Platz. Das ist eine sehr, sehr freundliche Stewardess. Hier ist Ihr Platz. Meine Damen und Herren. Sie haben diesen Vortrag schon gehört. Ich mache es kurz. Bei einer zu erwartenden Wasserlandung können Sie Ihr Sitzkissen als Schwimmhilfe benutzen. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke. Wahrscheinlich. Man kennt ja die Post. Genießen Sie den Flug. Ich werde das jedenfalls nicht. Ja, die hat heute nicht gerade ihren besten Tag erwischt, glaube ich. Die ist ziemlich mies drauf. Und wir werden sie jetzt noch mehr ärgern. Erstmal starten wir, das ist ein bisschen laut. Hört gleich auf. Hier ist Essen! So, wir können uns jetzt auf den Weg machen.
Wir müssen jetzt diese Frau ablenken. So, wir gehen hier hinten mal hin aufs Klo. Öffne Tür bitte. So. So, als erstes zeige ich euch was ganz Tolles. Wir benutzen das Klo. Benutze Toilette. Entschuldigen Sie. Das finde ich so geil. Besten Dank. Ich finde das cool, dass sie sowas mit eingebaut haben. So, wir können das Klopapier hier nehmen. So, und das Toilettenpapier, das nehmen wir jetzt. Und stopfen das in diese Spüle rein. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Das ist nämlich genau mein Begehren. Wir schalten jetzt den Wasserhahn. Ich schalte ein Spül. Gleich läuft's über. Sehr gut. Dann öffnen wir schon mal die Tür. Genau, jetzt ist es übergelaufen. Jetzt seht ihr so einen kleinen Grafikfehler. Das war damals nicht bedacht. Hier ist eigentlich alles unter Wasser. Aber dieses kleine Stück hier hinten hinter der Tür, das haben sie nicht mit Wasser überfluten lassen. Naja, kann passieren. So, wir drücken jetzt den Knopf. Und verpieseln uns ganz schnell. Denn jetzt kommt die Stewardess. Und sieht die Schweinerei. Und wir machen weiter. Was für eine Schweinerei! Sabotierte Spülung, stranguliert, schreiende Stewardess. So, jetzt haben wir nämlich Zeit und können hier die Mikrowelle öffnen. Achso, jetzt müssen wir ganz schnell gucken. Wir haben ja irgendwo am Anfang da ein Ei. Benutze Ei mit Mikrowelle. Schließe Mikrowelle. Und schalt ein Mikrowelle. Und raus hier. Bleib mal kurz hier stehen. Warten, was passiert. Setzen wir uns ganz schnell wieder hin. Wir haben nichts getan. So, das Klo ist wieder sauber. Das hat, glaube ich, dieses Geräusch eben gesagt. Jetzt kommt sie wieder. Was riecht hier so komisch? Jetzt wird sie nämlich ausrasten. Nein! Wer war das? Es ist so geil. Das hat aber seinen Sinn, dass wir das machen. Was für eine Schweinerei! Jetzt können wir nämlich in aller Ruhe hier die Sachen wegnehmen. Das Sitzkissen zum Beispiel, das brauchen wir später noch. Und, plops, was ist das? Da fällt was raus. Ein Feuerzeug liegt am Boden, das nehmen wir mit. Und nun können wir in aller Ruhe die ganzen Gepäckfächer öffnen. Wenn wir das sonst gemacht hätten, während die Stewardess nicht abgelenkt ist, hätte sie uns jedes Mal ja angeschrien und gesagt, setzen Sie sich wieder auf Ihren Platz, Sie dürfen das nicht und sowas. Ne? Und jetzt haben wir alle Zeit der Welt, können die Gepäckfächer durchgehen. Denn in einem Gepäckfach ist was drin, was wir brauchen. Bei meinem Glück, ja, ist es natürlich im letzten Fach. Es ist nicht immer das letzte Fach. So, da liegt was. Nimm Sauerstofftank. So. Und jetzt haben wir eigentlich alles gemacht, was wir in diesem Flugzeug machen können. Und das heißt, demnächst, wenn wir jetzt Flüge haben, können wir einfach den Flug überspringen. Und wir beenden jetzt diesen Flug einfach mit der rechten Maustaste und sagen, klick. Und sind jetzt am Flughafen angelangt. Inzwischen im Geheimzimmer. Womit hab ich da das nicht? Was ist der? Und was machst du gerade, bitteschön? Ich verehre den King. Hör sofort auf damit! Dein Auftrag ist, die Maschine zu bewachen, nicht wie ein Idiot zu tanzen. Verzeihung. Es gibt immer noch eine Chance, eine sehr, sehr kleine Chance, dass jemand das golarische Gerät entdeckt und aktiviert. Das wäre das Einzige, das uns stoppt. Natürlich haben wir bald alles unter Kontrolle und machen uns keine Sorgen. Aber bis dahin, mach gefälligst deine Arbeit, Udo. Wie du befiehlst, Boss. Bis bald. Ein Herz kann man nicht reparieren. Da ist ein Splitter drin, das kriegen wir nicht mehr hin. So.
Und mit diesem kleinen Ausblick auf Herbert und Udo machen wir hier wieder einen Cut, denn jetzt sind wir in Seattle angekommen. Und da machen wir dann im nächsten Part weiter. Schaltet wieder ein. Euer Alexa, ciao. Bis zum nächsten Mal.